Ich war sehr, sehr aufgeregt. Ich habe sogar meinen Stutzen zu Hause vergessen. Hervorragend. Er hat sehr gut gemacht. Also man muss ganz ehrlich sagen, man hat ihm die Nervosität nicht angemerkt. Ich bin Patin geworden, weil es mir total wichtig ist, die jungen Schiedsrichter zu begleiten, auszubilden und die Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, weiterzugeben. Die Aktion gilt dem Jahr der Schiedsrichter und da haben wir und der DFB sich ausgedacht, als Bundesliga-Schiedsrichter jeweils ein oder eine Person auszuwählen und als Patin aktiv zu werden. Es war sehr spannend. Ich habe auch zum Beispiel ein paar tolle Tipps bekommen. Das beste Hobby von der ganzen Welt. Ohne Schiedsrichter gibt es keinen Fußball. Oben den habe ich schon eingehängt, weil da komme ich besser dran als du, okay? Das ist, glaube ich, die schöne Seite der Schiedsrichterei, dass wir als, ich sage jetzt mal Profi-Schiedsrichter, den Amateurschiedsrichtern viel, viel näher sind, als es Profifußballer den Amateurfußballern sind. Also diese Schiedsrichtergemeinschaft, die ist von der Bundesliga bis zur geringsten Amateurklasse immer gegeben. Und deswegen spüre ich immer eine Verbindung und sehe mich irgendwie immer gefühlt selber auf dem Platz. Viele denken, nur Fußballspielen ist cool, aber es ist auch total cool, Schiedsrichter zu sein. Man lernt so viele Leute kennen, man lernt, dass man ein starkes Selbstbewusstsein aufbauen kann, man lernt sich zu reflektieren und das sind alles Sachen, die mir auch im Leben weitergeholfen haben. Deswegen kann ich es jedem nur empfehlen. Es macht eigentlich allen Spaß, zum Beispiel, dass man selbstbewusster wird, dass man halt Entscheidungen treffen kann, dass man auch immer sehr nah am Spiel ist. Zuallererst wollte ich die ganzen Regeln kennenlernen und wissen im eigenen Spiel, wenn die Schiedsrichter zum Beispiel was falsch machen, dass ich dann sagen könnte, das und das war falsch, so und so hätte das ablaufen sollen. Als ich 15-jähriger Schiedsrichter war und da habe ich meinen Schein gemacht, da habe ich genau dieselben Unsicherheiten gezeigt und war genauso aufgeregt wie er. Ich finde diese Aktion super. Es gibt sie ja schon im Kleinen auf unserer Bezirksebene. Dass jetzt natürlich auch diese Aktion mit den Profischiedsrichtern kommt, ist nochmal ein tolles Zeichen, dass wirklich auch die Elite an die Basis geht. Finde ich super. Ich glaube, dass das eine Riesenunterstützung für ihn ist. Katrin kennt das Fußballgeschäft, auch das Profigeschäft mittlerweile aus dem FF. Und es kann jedem nur zugutekommen, ihre Erfahrungswerte einfach weiterzugeben. Und die Jungs nehmen das super gerne an. Die sind dankbar über jeden Moment. Wir haben mal kurz in der Halbzeit darüber gesprochen, dass er beim Anstoß falsch steht. Dann wurde er kurz gefragt, wie ich stehe falsch. Und dann habe ich gesagt, na, Anstoß steht man immer auf der linken Seite. Ja, warum denn? Naja, dann kannst du direkt in die Diagonale reinstarten. Erster Anstoß beim Spiel, steht er jetzt richtig auf der Seite. Na, perfekt. Echt, so soll es ja sein, dass sie die Tipps dann auch annehmen. Und das ist mega. Er macht das dann natürlich auch super. Sauber, würde ich mal sagen. Ne? Hast du eine Leistung. Er hat klare Zeichen gesetzt und das ist ja das Wichtigste, dass man so eine Art Souveränität als Schiedsrichter ausstrahlt und vor allem Sicherheit, weil die Spieler das merken und das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht heute. Ich finde das super, dass größere Schiedsrichter die Jüngeren unterstützen, dass sie auch weitermachen. Es hört sich mal blöd an, wenn man das sagt, aber man ist schon irgendwie so eine große Familie und jeder fiebert für den anderen mit. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deine kommenden Aufgaben. Danke. Ganz herzlichen Dank. Thank you.